Die Ukraine zählte bis zum russischen Angriffskrieg zum weltweit fünftgrößten Weizenproduzenten. Seit Kriegsausbruch ist der Export jedoch zum Stillstand gekommen. Nun möchte ein Nachbarland der krisengebeutelten Ukraine helfen. Millionen Tonnen von Getreide sitzen in der Ukraine derzeit fest, in Silos, Häfen oder Schiffen. Rumänien möchte nun helfen und über Eisenbahnlinien Getreide aus der Ukraine zum rumänischen Hafen Konstanz transportieren. Theoretisch ist das möglich, in der Praxis stellen unterschiedliche Spurenweiten ein enormes logistisches Problem dar. Rumänien wird auch immer wichtiger für das benachbarte Land der Ukraine, vor allem auch, weil die Getreideexporte der Ukraine nicht mehr aus den Häfen Mariupol und Odessa exportiert werden können, sondern derzeit vor allem über den Hafen Konstanz exportiert werden. Rumänien ist nicht nur durch seine Lage und der Nähe zur Ukraine ein wichtiger Partner. Das achtgrößte Land der EU ist mit einer Fläche von 238.000 Quadratkilometern eines der fruchtbarsten, wenn es um den Boden geht. Durch kontinuierliche Modernisierungsbemühungen der letzten Jahre, teils auch mit Hilfe ausländischer und österreichischer Investoren, steigt auch die Produktivität. Im Jahr 2021 konnte ein historischer Rekord bei der Getreideproduktion von 34 Millionen Tonnen erreicht werden. Das ist viermal mehr als im EU-Beitrittsjahr 2007. Investitionen, die sich lohnen, vor allem mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Vor dem russischen Einmarsch exportierte die Ukraine monatlich 4,5 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse über ihre Häfen. 12% des weltweiten Weizens, 15% des Mais und 50% des Sonnenblumenöls. Doch die Häfen werden nun von Russland blockiert. Rumänien könnte also mit Alternativrouten durchaus Abhilfe schaffen.